begleiten sie uns auf einer Entdeckungsreise in den Norden Chinas und lernen sie interessante Menschen kennen, die entlang der chinesischen Mauer leben. Heute treffen wir einen Fotografen und Freizeitarchäologen, einen der wenigen Chinesen, der sich ein kleines Stück der Mauer leisten konnte. Außerdem besuchen wir einen Töpfermeister. Er wohnt in der Nähe von Xi'an, gleich neben dem Grab des ersten Kaisers Qin Suanti, der das Reich vereint und den Bau der Mauer angeordnet hatte. Seit der Entdeckung der Terrakotta-Armee, die dessen Mausoleum bewacht, fertigt der Töpfer Nachbildungen aus dieser Epoche an. Und schließlich treffen wir unterhalb der Mauer vier Bauern, die des Nachts auf die Jagd nach Dämonen gehen, die eine betagte Dorfbewohnerin plagen. Wir werden Zeugen eines Rituals, das es schon seit Ewigkeiten gibt und das uns die Bedeutung des Taoismus entlang der Mauer verdeutlicht. Er ist eine der Säulen des Reiches und vielleicht auch so etwas wie der Zement seiner großen Mauer. Die chinesische Mauer, ein Spiegel der Geschichte und Entdeckungspfad, ist das gigantischste Bauwerk, das je von Menschen geschaffen wurde. Von den mongolischen Steppen bis zum Gelben Meer erkunden wir durch die Menschen, die dort leben, dieses fast 6000 Kilometer lange Monument. Eines der sieben neuen Weltwunder. Abseits der Touristenpfade entdecken wir an den Grenzen des Reichs der Mitte die Geheimnisse der Bewohner in Chinas Norden, die uns Einblicke in ihren Alltag gewähren. Und während das Land vor der Welt gern mit seiner Fortschrittlichkeit glänzt, erkunden wir auf unserer Reise entlang der Mauer das mythische, ursprüngliche China. Wir lernen ein Volk mit 1000 Gesichtern kennen, das seine Traditionen und Vermächtnisse zu wahren versucht und zugleich darum bemüht ist, seinen Platz in der modernen Welt zu finden. Wenn wir mit bewundernden Blicken dem Verlauf der Mauer folgen, die sich wie ein schützender Drache an die Gipfel schmiegt, wird uns klar, dass das nur Bruchteile der gesamten Strecke sind. Häufig sind nur kaum noch erkennbare Überreste vorhanden. Seit einigen Jahren haben die Behörden die immense Bedeutung der Mauer für den Tourismus erkannt und damit begonnen, einzelne, besonders anziehende Abschnitte wiederherzustellen. Nur selten ist dieses Zeugnis der Größe des Kaiserreichs in privaten Händen. Dong Zhongfeng erzählt uns, wie er zum Besitzer eines Teilstücks dieser Mauer wurde. Nach 6 Monaten Forschungsarbeit hat ein Expertenteam aus Hunan diesen Abschnitt von Yaosan beurkundet. Er misst 31,5 Kilometer. Der Abschnitt von Sanxian nicht mitgerechnet. Ganz in der Nähe wurden aus der Zeit der Frühlings- und Herbstannalen 722 bis 481 vor Christus Gemälde, Keramiken und vieles andere gefunden. Dieses Mauerstück gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Deren Kulturabteilung kümmert sich nun darum. In dieser Gegend gab es unzählige Bauwerke und Verteidigungsanlagen. Doch lange Zeit interessierte sich niemand dafür. Alle waren zu sehr mit der Mühsal des Alltags beschäftigt, mit dem Kampf um ihren Platz in einer überbevölkerten Welt. Erst die bewundernden Blicke der Reisenden aus dem Abendland machten den Chinesen die Bedeutung dieses kaiserlichen Erbes bewusst.
In dieser entlegenen Gegend treffen wir auf dem Weg um einen solchen Berg unversehens auf einen der vielen kleinen taoistischen Tempel, in denen die örtlichen Götter zu Hause sind. Für den aufmerksamen Wanderer eine willkommene Gelegenheit zu einem Moment der Meditation. Fernab der Stadt. Das ist der Berg Huaiqiu, gleich neben dem Weiler von Liu Donghua, der zum Dorf Ye gehört. Hinter mir, das sind die Überreste der großen Mauer. Dieses Teilstück wurde schon vor langer Zeit gefunden. Es galt als eine große Entdeckung. Ich war in der 6. Klasse. Da sah ich eines Tages, als ich gerade Wasser aus dem Schulbrunnen trank, zwei Leute den Berg herunterkommen. Es waren wohl leitende Beamte aus der Stadtverwaltung. Sie wollten Wasser trinken. Und hier in den Bergen haben wir uns über fremde Besucher gefreut. Wir wollten gastfreundlich sein und haben ihnen Wasser gebracht. Bei der Gelegenheit konnten wir sie auch fragen, was sie denn hier machten. Sie sagten, sie seien auf der Suche nach Überresten der großen Mauer. Diese Antwort hat mich überrascht. Ich wusste zwar von dem Teilabschnitt Badaling in der Nähe von Peking, aber ich hätte nicht gedacht, dass noch weitere Abschnitte existierten. Das hat mich tief beeindruckt. Viel später, während meiner Militärdienstzeit, habe ich mir dann die Bücher von Fan Wenlan über Chinas Geschichte gekauft. Aus denen erfuhr ich, dass meine Gegend während der Zeit der streitenden Reiche einmal zum Königreich Chu gehört hat. Dieser König hat hier einen Teil der großen Mauer errichten lassen und sie den Festungswall des Königs Zhu genannt. '1995 wurde das Teilstück von der Stadt Ye versteigert und ich hatte das Glück, es zu erwerben. Als es mir gehörte, habe ich jeden Sonntag Ausgrabungen gemacht, weil ich überzeugt war, dass es sich um ein Stück der großen Mauer handelte. Das hier wurde aus Steinen und Erde gebaut. Es ist noch sehr gut erhalten, mit 7 Meter hohen Mauern, Rauchabzügen und Wachtürmen. Hier haben wir das Osttor, genannt das Tor von Lie Cheng. Es ist 1,50 Meter breit, 2,50 Meter hoch und 5 Meter tief. Es gibt 13 Lagerplätze für Soldaten und 4 Wasserspeicher, um die Männer zu versorgen. Im Norden Chinas betrachten manche die Mauer als das wichtigste Bauwerk des Landes. In ihren Augen ist sie ein großartiges Sinnbild ihrer Geschichte und Zeuge ihrer Entwicklung in eine unsichere Zukunft. Sie halten es für unverzichtbar, in der Vergangenheit verwurzelt zu sein, um eine moderne, sinnvolle Welt zu schaffen. Deshalb will Herr Dong nun die Geschichte des Dorfes Liu Donghua studieren, das ganz in der Nähe des Mauerabschnitts steht, der ihm gehört. Der Name des Dorfes geht auf die drei Familien Liu, Dong und Hua zurück, die sich vor über 600 Jahren hier niederließen. Bei der Ankunft pflanzte jede Familie einen Baum vor ihrem Haus, als Zeichen, dass sie hier Wurzeln schlagen wollten. Und als eine Geste ihrer Verbundenheit mit dem Erdgott,
der Quelle allen Lebens auf dem Lande, des Überflusses, aber auch dem Hort unter der Erde für die Angehörigen nach dem Tode. Dong liebt es, seine Zeit mit den Dorfbewohnern zu verbringen und ihnen zu helfen, sich der eigenen Geschichte anzunehmen. Unentwegt dokumentiert er ihre Riten und Bräuche, die für ihn das Salz des Lebens sind. Für viele ist die große Mauer ein Drache, der Leben und Kraft symbolisiert und China gestern wie heute vor Eindringlingen schützt. Dong macht sich wieder auf den Weg. In den Bergen in der Umgebung gibt es noch viel zu entdecken. Die Archäologen stehen mit ihren Ausgrabungen erst ganz am Anfang. Denn überall trifft man hier auf Spuren aus den Kinderjahren des chinesischen Kaiserreichs. Es ist eine Provinz, in der das junge Land vielen Angriffen von außen ausgesetzt war. Und so verwundert es nicht, dass überall in den Bergen noch Wachtürme und unterirdische Verteidigungsanlagen zu finden sind. China liegt im Herzen Asiens und zählt heute über 1,35 Milliarden Einwohner. Vereinigt wurde das Reich durch den ersten Kaiser Qin Shi Huangdi 211 vor Christus. Er beendete die Bruderkriege und schuf das erste asiatische Weltreich, das diesen Namen verdient. Diesen neuen Riesenstaat schützten im Westen die Ausläufer des Himalayas und im Süden und Osten das Meer. Da aber im Norden immer wieder mongolische Völker eindrangen, befahl der junge Kaiser von seiner neuen Hauptstadt Xi'an aus den Bau der großen Mauer entlang der Nordgrenze. Xi'an, einst Chinas Hauptstadt. Die fast vollständig erhaltene Stadtmauer stammt noch aus den Anfängen des Kaiserreichs. Heute ist es die Hauptstadt der Provinz Shanxi und zählt fast 9 Millionen Einwohner. Die früher bevölkerungsreichste Stadt war Ausgangspunkt der Seidenstraße, die das Reich der Mitte mit den westlichen Machtzentren verband. Unweit der heutigen Stadt befindet sich noch immer die Grabanlage des Reichsgründers Qin Shi Huangdi. Sie besteht aus einem großen Grabhügel, der von einer Mauer umgeben ist. Dieser künstlich angelegte Hügel in Form einer stumpfen Pyramide weist eine Seitenlänge von etwa 550 Metern auf. Die ursprüngliche Höhe wird auf rund 115 Meter geschätzt. Infolge von Erosion beträgt sie heute noch etwas mehr als 75 Meter. Eine Legende und alte Schriften besagen, das Grab sei geschützt. Wer es zu öffnen versuche, werde ein Opfer von geheimen Schutzvorkehrungen gegen Eindringlinge. Ob aus diesem oder einem anderen Grund, fest steht, dass die chinesischen Archäologen vorerst davon Abstand nehmen, die Grabkammer zu öffnen. Verlässliche Informationen fehlen also. Jedoch beschrieb der große chinesische Historiker Sima Tian das Grab in einem berühmten Text so. Kurz nach Beginn seiner Herrschaft ließ Qin Shi Huangdi mit den Bauarbeiten an dem Berg beginnen, der sein Mausoleum werden sollte. Man grub, bis man auf Wasser stieß. Dann wurde Bronze in die Grube gegossen und der Sarkophag hinabgesenkt, mit wundervollen Bestecken, Schmuck und anderen Kostbarkeiten. Handwerker erhielten Anweisung, Armbrüste mit Selbstschusspfeilen herzustellen. Sollte jemand in das Grab einzudringen versuchen, würden sie sich von selbst spannen und ihn durchbohren. Nach dem Tod des Kaisers und seiner Beisetzung ließ man die äußere Eingangstür zufallen. Alle Handwerker und Arbeiter, die die Schätze mit versteckt hatten, wurden lebendig darin begraben. Dann wurde die Stätte bepflanzt, um ihr das Aussehen eines Berges zu geben.
Das Dach über der Terrakotta-Armee stammt aus jüngerer Zeit und dient dem Schutz des Mausoleums. Entdeckt wurde die Grube rein zufällig. Im März 1974 wollten Bauern an dieser Stelle einen Brunnen bohren und fanden verstreut Bruchstücke von Köpfen, Füßen, Beinen. Dieser Fund führte schließlich zur Entdeckung der gesamten Armee. Seither begeistern sich Forscher und Laien auf der ganzen Welt dafür. Die Grube, die wir hier sehen, ist rechteckig. Sie ist von West nach Ost ausgerichtet, 250 Meter lang und 62 Meter breit. Sie wurde außerordentlich stabil gebaut. Die Außenmauern sowie die Wände, die 11 parallele Gänge voneinander trennen, sind aus gestampftem Lehm. Sie wurden ursprünglich durch hölzernes Fachwerk gestützt, das auch die Dachbalken trug. Das Dach selbst bestand aus einer 3 Meter dicken Schicht aus rötlichem Mörtel. Der Boden, ebenfalls aus Stampflehm, war so hart wie Zement und mit rund 250.000 Ziegelsteinen gepflastert. Ein durch und durch solides Bauwerk, um die unterirdische Armee für alle Ewigkeit zu erhalten. 8.000 Skulpturen von Männern und Pferden bilden hier die unterirdische Schutztruppe des Reichsgründers. Die Krieger halten authentische Bronzewaffen, Bögen und Armbrüste in den Händen, augenscheinlich bereit, jeden Eindringling sofort anzugreifen, der sich dem Grab nähert. Es ist, als habe der Kaiser nach seinem Tod im Reich des Erdgotts weiterregieren wollen. Wir treffen uns mit Han Pingzhe, einem Töpfermeister aus Xi'an, der sich ganz dieser jahrtausendealten Kunst der Herstellung von Skulpturen kaiserlicher Soldaten verschrieben hat. Von der Armee zu seinen Füßen lässt er sich inspirieren. Ebenso wie die große Mauer repräsentiert auch sie für ihn die Größe des Reichs. Wobei die Terrakotta-Soldaten den Vorteil haben, dass sie sich leicht nachbilden lassen. Und man kann sie sogar mitnehmen, diese Zeugnisse von Chinas Größe. Darum hat Meister Han vor einigen Jahren in der Nähe des Mausoleums eine Töpferwerkstatt eröffnet. Nach den Vorgaben alter Handwerkskunst stellt er dort Terrakotta-Soldaten her und Dinge, mit denen sie ausgestattet waren. Han kann von der Töpferarbeit leben, was in diesem Beruf eher die Ausnahme ist. Vor ein paar Monaten hat er sich vorgenommen, einen alten Ofen nachzubauen. Er möchte möglichst authentisch die alten Fertigungstechniken übernehmen. Ein anerkannter Archäologe steht ihm dabei beratend zur Seite. In den 80er Jahren wurden gut erhaltene Brennöfen gefunden, die wahrscheinlich aus der alten Kaiserzeit stammen. Es gibt verschiedene Arten von Öfen. Manche haben eine Feuerstelle, andere zwei, die sind am häufigsten. Oder auch drei Feuerstellen, die dieselbe Brennkammer heizen. Ein Mann kann allein zwei oder drei Feuer am Laufen halten. Dort fand man Ziegel aus der Zeit der Qin-Dynastie und Keramikstücke. Das gilt als wichtige Entdeckung. Diese Luftaufnahme zeigt das Ausgrabungsgelände. Hier ist der Eingang zu dem Brennofen. Er hat zwei Feuerstellen. Die beiden anderen sind Brennkammern mit je drei Feuerstellen. Hier war der Zugang. Und da waren eins, zwei, drei Feuerstellen. Ach nein, das sind nur zwei. Die da hat drei und die nur zwei. Diese beiden Brennkammern liegen sich gegenüber, aber die hier hat drei. Ja, eine Person kann drei Feuerstellen bedienen. Das hier ist ein privater Brennofen aus der Qin-Dynastie. Wie viele Feuerstellen sollte denn mein Brennofen haben? Einer mit drei Feuerstellen ist besonders authentisch und sehr selten. Auf diesem Foto sehen wir ein Gefälle von Ost nach West. Und das ist ein Brennofen. Dieses Foto zeigt die drei Feuerstellen ohne das Gefälle. Das sind sie. Diese beiden hier haben einen Ziegelsteinpfeiler, damit sie nicht einstürzen. In der Mitte ist die Brennkammer. Das Gefälle ist hier nicht zu sehen. Ich habe einen Plan gezeichnet. Hier ist so ein Gefälle. Das ist die Feuerstelle mit der Brennkammer, in die die Keramik kommt.
Das Brenngut wird durch diese Tür hineingebracht und dorthin gestellt. Das ist ein Kamin, durch den der Rauch abzieht. Einer von drei Kaminen. Der Ton für die Herstellung der Statuen wird ganz in der Nähe abgebaut. Der Fertigungsprozess erfolgt in der Regel in drei Schritten. Zunächst wird die Figur aus Ton geformt, dann wird sie getrocknet und gebrannt und schließlich zusammengesetzt und von Kopf bis Fuß farbig bemalt. Der Ofen muss auf eine Temperatur von 1025 Grad aufgeheizt werden. Beim Brennen ist es wichtig, die Temperatur langsam zu erhöhen, damit die Figuren nicht platzen, reißen oder sich verformen. Nach dem Brennen werden die Statuen grundiert und bemalt. Es werden ausschließlich mineralische Farbstoffe verwendet. Rot, Gelb, Blau, Grün, Violett, Weiß, Schwarz, jeweils in unterschiedlichen Schattierungen, ergeben eine reiche Farbpalette. Die meisterhafte Vollendung der Qin-Skulpturen ist bei Töpfern in aller Welt hoch angesehen. Es wäre besser, den Ofen größer auszulegen, denn die Touristen werden in Scharen kommen. Und ein Ofen soll ja beides sein, ein Brennofen und eine Touristenattraktion, um den Leuten zu zeigen, wie zu Zeiten des Kaisers Qin produziert wurde. Gut, vermessen wir die Fläche neu. Das können wir machen, aber hier sollte es auch gehen. Wenn wir dort das Gefälle anlegen, ist der Blick von hier aus viel schöner. Das sind 13 Meter. 13 Meter? Miss lieber noch mal nach, um ganz sicher zu sein. Wenn du mit dem Bau des Ofens begonnen hast, komme ich vorbei und sehe mir an, wie die Arbeit vorangeht. Einverstanden? Gut, komm vorbei, wann du möchtest. Wir verlassen Xi'an, das frühere Chang'an, und reisen weiter entlang der großen Mauer, immer auf der Suche nach Männern und Frauen, die sich im täglichen Leben für sie einsetzen.
Hier sind wir an der Mauer in der Nähe von Peking. Badaling, Motianü und Simatai sind die bekanntesten und meistbesuchten Abschnitte. Auf 1000 Meter Höhe treffen wir Herrn Chu Yui. Er ist schon 80 Kilometer weit gereist und auf dem Weg in das Dorf Mahie. Herr Chu Yui ist Bauer, aber auch ein Schamane oder genauer gesagt ein taoistischer Priester. Er und einige seiner Schüler bereiten eine Zeremonie vor, die die Zuschauer eine Nacht lang in Atem halten wird. Eine Dorfbewohnerin leidet schon längere Zeit unter Schmerzen. Und weder die traditionelle chinesische noch die moderne Medizin konnten die Schmerzen lindern. In ihrer Verzweiflung hat die alte Frau den taoistischen Priester um Hilfe gebeten. Vergessen wir nicht, dass wir hier auf taoistischem Boden sind. Nach der Lehre der himmlischen Meister sind Krankheiten nur der Ausdruck von Dämonen oder verirrten Seelen, die schlecht gestorben sind und darum nicht in Frieden ruhen können. Und weil diese Dämonen nicht aus dem Körper weichen, ist das Opfer dazu verdammt zu leiden. Abhilfe schafft der Almanach der Fürbitten, eine der heiligen Schriften des Taoismus. Sie heißt Zhou. Zhou Kaigui? Ja, Zhou Kaigui. Können Sie das buchstabieren? Wann bist du geboren? Mein Geburtsdatum? In welchem Monat? Weiß ich nicht. Wirklich nicht? Kann sein im Juni, am 16. Juni. Das hast du vergessen. Seit letztem Jahr hat mein Körper keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr lange stehen. Warst du beim Arzt? Ja, der hat gesagt, mein Körper sei schwach. Du bist 69. 79. Sogar schon 79? Mindestens 79. Letztes Jahr im März oder April habe ich mir zu Hause den Rücken verrenkt. Ich hatte starke Schmerzen.
Der Arzt sprach von einer Knochenwucherung. Die Medikamente haben nicht geholfen? Und die Götter auch nicht. Aber wir können dir die Beschwerden nehmen. Du bist krank, weil schon sehr lange Geister in deinem Körper herumschwirren. Deshalb wirst du nicht gesund. Jede Familie hat einen äußeren und einen inneren Gott. Der ist in unserem Herzen. Den inneren Gott kann niemand ersetzen. Das Herz, die Leber. Wir werden unvermittelt dessen Tempel betreten und die Seele einfangen, die dich vor Unheil beschützt und dir das Glück bringt. Das machen wir heute. Die Götter sagen mir, dass jetzt die richtige Zeit ist. Jetzt ist Sommer. In deinem Fall habe ich mir überlegt, werden mehrere Schamanen nötig sein, damit du Frieden finden kannst und die Krankheit für immer aus deinem Körper weicht. Ich ziehe also noch einige hinzu und dann wirst du geheilt. Sei unbesorgt, wir kümmern uns um dich. Wie viel kostet mich das? Schlimme Krankheiten kosten 330, leichte 33. Deine ist halb so wild. Nichts Schlimmes. Ich denke, das wird so um die 130 Yuan kosten. Für mich ist das schlimm. Ich leide den ganzen Tag. Es wird dir bald besser gehen. Das anschließende Ritual folgt festen Regeln. Zunächst wird das Ersuchen der Gläubigen aufgeschrieben. Das geschieht mit größter Sorgfalt, denn die Lösung des Problems wird vor allem als eine Korrektur des Schicksals angesehen. Der kleinste Fehler könnte das ganze Unterfangen gefährden und unvorhersehbare Folgen haben. Was gemeinhin als Taoismus bezeichnet wird, setzt sich zusammen aus Religion, Philosophie und Lehren aus dem alten China. Diese von Lao Tzu beeinflusste Strömung gewann zu Beginn des Kaiserreichs an Bedeutung mit Zhang Daoling, dem Gründer des Taoismus der himmlischen Meister. Etwa zur gleichen Zeit hat sich die katholische Kirche im Mittelmeerraum verbreitet. Beiden Religionen, wie auch dem aus Indien stammenden Buddhismus und dem Islam, liegt eine ganzheitliche kosmologische Vision zugrunde. Allerdings mit unterschiedlichen Antworten in Bezug auf das Diesseits und Jenseits, auf Krankheiten und nicht zuletzt die Unsterblichkeit. Ja,
Traditionell glauben die Chinesen, dass jeder Mensch mehrere Seelen habe. Die drei Hun-Seelen in den Energiezentren und sieben Po-Seelen, die Körperseelen. Um in Ruhe sterben zu können, muss der Mensch zu Lebzeiten mit jeder der Seelen Frieden geschlossen haben. Dann findet er Eingang ins Paradies, in die sogenannte Halle des Himmels. Ein Ort, an dem es an nichts fehlt, an dem es immer genug Kleidung und Nahrung gibt. Für die Taoisten sind diese elysischen Hallen auch Orte, an denen sich die Verstorbenen nicht mehr mit den Lebenden auseinandersetzen. Denn jemand, der nicht im Einklang mit seinen Seelen stirbt, der spukt in seinen Nachfahren. Krankheit wird als verdiente Strafe für moralische Verfehlungen betrachtet, für Tabubrüche des Patienten oder seiner Vorfahren. Die Heilung wird durch eine rituelle Absolution erreicht, durch Opfergaben und den Akt der Reue. Doch zurück zu unserem Dorf. Als die Sonne aufgeht, ist auch das Ende der Zeremonie in Sicht. Die vier Priester treffen sich zu einem letzten gemeinsamen Ritual, um den Dämonen für immer zu verbieten, die Patientin heimzusuchen. Obgleich erschöpft, nimmt Frau Chu auch am letzten Teil der Zeremonie aktiv teil. Die Zuschauer und die beteiligten Ahnen sollen wohl sehen, dass alles gut verlaufen ist und die Prozedur ihr volles Einverständnis hatte. Allerdings hat die Zeremonie einige Zuschauer ermüdet. Wer noch nicht nach Hause gegangen ist, gönnt sich ein kleines Nickerchen. Es ist schwer zu sagen, ob diese Exorzismuszeremonie ihren Zweck erfüllt hat. Dem Lächeln der Patientin nachzuurteilen, geht es ihr aber schon besser. Etwas später am Tag treffen wir Herrn Chu mit seiner Frau auf dem Feld bei der Kartoffelernte. Ein taoistischer Priester muss sich auch um die irdische Nahrung kümmern.
Zur Abendessenszeit bereitet Herr Chu, während das Fernsehen Bilder aus dem chinesischen Raumfahrtprogramm zeigt, mit einfachsten Mitteln die nötigen Utensilien für seine nächste Zeremonie vor. Sein nächster Einsatz führt ihn in ein Dorf im Hochgebirge. Solch altüberlieferte Gesänge scheinen das Nebeneinander von althergebrachter und moderner Lebensweise zu unterstreichen. Andernorts muss man in China vielleicht zwischen dem Alten und dem Neuen wählen. Hier im Norden stellt sich diese Frage nicht. Entlang der großen Mauer ist auch ein modernes Leben möglich, ohne seine Geschichte hinter sich zu lassen.